Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Dienstag, dem 14. Juli 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand mit den Informationen des Tages. Wir haben jetzt seit langem wieder positiv getestete Menschen in Thailand selber, nicht nur noch Leute, die sich in Quarantäne befinden. Ein herber Rückschlag für die thailändische Bevölkerung, mehr dazu gleich. Es ist tatsächlich so, dass ein ägyptischer Soldat, der sich in Thailand aufgehalten hat, sowie ein 9-jähriges Mädchen, die Tochter eines Diplomaten, positiv auf Coronavirus getestet wurden. Ja, wie ist das möglich, dass überhaupt zwei Personen, also die Tochter eines Diplomaten, also die ganze Diplomatenfamilie einreisen konnte, sowie auch ein Soldat aus Ägypten, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen? Das ist die große Frage, die sich die thailändische Bevölkerung zurzeit stellt. Denn wir wissen ja alle, jeder normale Mensch, sagen wir es mal so in Anführungszeichen, muss sowohl die Ausländer wie auch die Thais müssen in Quarantäne. 14 Tage, eine sehr kostspielige Sache für die Ausländer, für die Thais ist es kostenlos. Jedoch gibt es offensichtlich hier Ausnahmen, also Leute mit einem besonderen Status, wie eben Diplomaten und ihre Familienangehörige oder auch Soldaten, Leute, die von der Regierung eingeladen werden etc., die dürfen auch eine Home-Quarantäne, also die Quarantäne zu Hause absitzen, die müssen nicht in eine staatliche Quarantäne, was gemäß den thailändischen Medien bei diesen beiden Fällen offensichtlich der Fall war. Aber der ägyptische Soldat soll sich aus seinen Räumlichkeiten begeben haben und somit eben dann auch an öffentliche Plätze und dort vermutlich auch weitere Leute, Thailänder, angesteckt haben. Hier wartet man noch auf Zahlen, also man wird jetzt schauen, wie es in den nächsten Tagen, Wochen ausschauen wird, ob da irgendjemand daran erkrankt oder nicht, am Covid-19. Und beim Mädchen, da ist es so, dass die sich in der Sukhumvit Area in Bangkok aufgehalten hat mit ihrer Familie und dort wird bereits alles großräumig desinfiziert. Auch dort, wo der Soldat war, wird alles großräumig desinfiziert. Und man spricht jetzt auch bereits wieder darüber, die Maßnahmen für Einreisende zu verschärfen, was eine Information ist, wobei es ist noch nicht definitiv, man spricht nur darüber. Aber das wäre ein massiver Rückschlag für uns, vor allem auch für die Community, für alle, die nach Thailand einreisen möchten. Dann auch noch interessant ist eine erneute Umfrage der thailändischen Bevölkerung betreffend Tourismus, Einreise. Und da ist es tatsächlich so, dass über 50% der Thailänder nach wie vor keine Touristen im Land möchten, aufgrund der weltweiten Corona-19-Situation. Diese Umfrage hat aber nichts mit den aktuellen Fällen zu tun. Die wurde schon ein paar Tage bzw. Wochen vor diesen neuen Coronavirus-Ausbrüchen in Thailand gemacht. Dann kommen wir zu Visum und Einreise. Und da kam es meinerseits zu einem kleinen Malheur, zu einem Experiment, kann man jetzt schon fast sagen, mit der Immigration. Und das werde ich euch jetzt gleich erzählen, was ich damit meine. Ich habe ja schon vor einigen Wochen gesagt, dass es automatische Visaverlängerungen gibt in Thailand. Das ist klar. Ich glaube, das hat auch jeder verstanden. Da sind wir uns alle einig. Und dann ging es aber auch um die 90-Tage-Meldung. Braucht man die zu machen oder nicht? Und gemäß dem offiziellen Flyer der Immigration braucht man die 90-Tage-Meldung bis zum 31. Juli auch nicht zu machen. Wobei, da gab es immer wieder Leute, die konnten das nicht glauben und die bekamen auch andere Informationen von der Immigration, obwohl es ja einen offiziellen Flyer gibt von der Immigration, wo eben auch steht, dass man keine 90-Tage-Meldung machen muss. Ja, jetzt, was ist geschehen? Eigentlich wollte ich die 90-Tage-Meldung machen, damit ich wieder mal zur Immigration gehen kann und etwas plaudern. Und das wollte ich oder habe ich heute Morgen gemacht. Heute ist der 14. Ich dachte, meine 90-Tage-Meldung ist am 15. fällig, habe mich aber verguckt. Es war am 5. bereits fällig. Also
9 Tage zu spät. Ihr wisst, dass man 15 Tage vor Ablauf oder 7 Tage danach die 90-Tage-Meldung machen muss. Ansonsten wird man mit einem Bußgeld von 2000 Baht bestraft. Also ich habe bereits damit gerechnet, dass wenn meine Aussagen hier auf dem Kanal nicht korrekt waren, dass ich heute ein Bußgeld von 2000 Baht hätte zahlen müssen. Aber eben, wie gesagt, bis zum 31. Juli, meiner Meinung nach, müssen auch wir die 90-Tage-Meldung nicht machen. Die sie aber machen möchten, die können das selbstverständlich, was ich auch empfehle. Okay, ich war heute bei der Immigration, heute Morgen, habe den Pass abgegeben, das TM47 ausgefüllt und tatsächlich, ich musste kein Bußgeld bezahlen. Ich hätte auch die 90-Tage-Meldung nicht machen müssen, so die Antwort der Immigration. Dann kommen wir zur automatischen Visa-Verlängerung. Es gibt noch zahlreiche Touristen, die sich in Thailand aufhalten mit der automatischen Visa-Verlängerung. So wie es ausschaut, wird die am 31. Juli enden. Das heißt, man hat noch knapp 2 Wochen Zeit. Man hört bereits, und das habe ich auch heute Morgen wieder gehört, dass es so sein wird, dass Leute, die von der Botschaft, zum Beispiel der deutschen, der Schweizer oder der österreichischen Botschaft, ein Schreiben beilegen oder beibringen können, in welchem steht, dass die Person das Land nicht verlassen kann, weil es keine Flüge gibt etc., dass man dann eine weitere Verlängerung kriegt. Das nimmt zurzeit die Immigration an, dass es so ein Verfahren bald geben wird. Jetzt haben aber auch schon diverse Botschaften durchblicken lassen, dass sie keine solche Schreiben ausstellen werden, da es zum größten Teil bereits möglich ist, Thailand zu verlassen und in die Heimatländer zurück oder in die Herkunftsländer zurückzukehren. Ja, eine weitere Vermutung, die im Raum steht, ebenfalls von der Immigration, dass es eine 14-tägige Verlängerung geben könnte, wo man eigentlich den Ausländern die Zeit gibt, das Land zu verlassen ab dem 31. Juli. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll man machen? Soll man jetzt so schnell wie möglich schauen, ob man Thailand verlassen kann, also so schnell wie möglich einen Flug buchen? Oder soll man warten? Es gibt natürlich diverse, die jetzt denken, ja komm, ich warte, wenn es dann eine automatische Verlängerung geben sollte, was aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich ist, dann könnten die Leute ja länger bleiben. Also es ist ein bisschen ein Risiko, da es leider nach wie vor keine konkreten Informationen gibt von der Immigration, wie es jetzt weitergeht. Und das wird wahrscheinlich viele in eine Situation bringen, wo sie bis zum letzten Tag warten und dann, wenn ein negativer Entscheid kommen sollte, dass man nicht mehr automatisch verlängern kann und man tatsächlich ein Schreiben von der Botschaft benötigt, und diese Schreiben dann nicht ausstellt, dann hat man wirklich den Salat und wird wahrscheinlich kurzfristig irgendein teurer Flug nach Europa buchen müssen. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Wenn ich in dieser Situation wäre, was würde ich machen? Ich denke, ich würde Thailand verlassen, denn zurzeit haben wir ja in Europa Sommer, also ist es vielleicht nicht gerade die schlechteste Zeit, um wieder zurückzukehren nach Europa. Und wenn dann die ganze Situation ausgestanden ist oder sich wieder beruhigt hat, dann wieder nach Thailand einreisen. Man hört auch davon, dass Kambodscha öffnen wird, für, nicht für Touristen, sondern für all diejenigen, die bereits ein Visum haben, die schon im Besitz eines Visas sind. Und mal schauen, wie es dort weitergeht, ob die vielleicht dann bald auch allgemein für den Tourismus wieder öffnen werden. Aber auch hier werde ich euch auf dem Laufenden halten. Dann noch eine Meldung aus Pattaya und dort bestätigt die Polizei, dass die Öffnungszeiten für die Bars und die Unterhaltungsindustrie nicht verlängert werden. Zurzeit ist es nach wie vor so, dass die Bars und Unterhaltungsindustrie strenge Öffnungszeiten haben aufgrund der aktuellen Corona-Situation, was dazu führt, dass die Umsätze nach wie vor sehr tief sind. Und man hat versucht, diese ein bisschen herauszuziehen, also dass man vielleicht in die frühen Morgenstunden feiern kann etc. Aber dem wurde nicht stattgegeben, beziehungsweise die alten Öffnungszeiten bleiben nach wie vor bestehen.
Ja, dann noch schnell so am Rande erwähnt, der Thai-Bad wird auch wieder etwas schwächer. Einigen von euch ist es bereits aufgefallen. Dann hankerum wird aber der Benzinpreis wieder etwas höher, also teurer. Und sonst im Allgemeinen kann man eigentlich nach wie vor in Thailand von diversen Aktionen profitieren. Jetzt zurzeit profitieren extrem viele davon, die in Thailand leben, also Expats. Ihr wisst ja auch das sogenannte Dual Pricing. Da gibt es diverse Facebook-Gruppen und Communities, die dagegen vorgehen. Und offensichtlich zeigt das auch eine gewisse Wirkung. Diverse Nationalparks haben bereits das Dual Pricing aufgehoben. Und man sieht jetzt auch immer mehr Offerten oder Angebote von Wasserparks, Freizeitparks etc., die mit guten Aktionen, Discount etc. werben. Und dort steht auch explizit für Personen, die in Thailand leben, Expats und Thais. Also wenigstens mal hier eine gute Entwicklung in die richtige Richtung. Mal schauen, wie es weitergeht. Das war's von heute. Schreib deine Meinung, deine Fragen unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bis dann. Tschüss aus Thailand.